Was geht ab, Leute? Bin gerade unterwegs mit einem VW Caddy der fünften Generation, also neuestes Modell, 1,5 TSI Turbo Benziner mit 114 PS, 220 Newtonmeter, wenn ich mich nicht täusche, sind die Daten. Und was soll ich sagen, das Ding braucht einfach mehr Boost, es ist mir viel zu träge. Bin öfter jetzt mit dem Auto unterwegs, also brauche ich eine kleine Leistungsspritze, eine kleine Leistungskur. Und ja, wo fahre ich da am liebsten natürlich hin? Zu TPM Engineering, Nachgrußzimmern. Und da gucken wir mal, was wir aus dem kleinen 1,5er Vierzylinder noch rauskitzeln können. Da bin ich sehr optimistisch. Den Motor hatten wir jetzt schon in vielen anderen Autos, unter anderem auch im VW Golf drin. Und da funktioniert das natürlich super, einwandfrei. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier rausholen können. Die Leistungsdaten werde ich euch am Ende vom Video natürlich auch noch präsentieren. Was wir vorher, nachher so gemacht haben, was das Ding wiegt, werde ich auch noch ermitteln. Und dann gucken wir mal, ein Video zu den Seriendaten habe ich auch schon auf meinem Kanal. Da könnt ihr sehen, was die Beschleunigungswerte und Topspeed und so weiter, was er in Serie geschafft hat. Jetzt würde ich sagen, halte ich die Klappe und fahre weiter nach Großzimmer zu TPM Engineering und wir sehen uns gleich in der Werkstatt. So Leute, da bin ich wieder. Gucken wir mal, was der Caddy auf die Waage bringt. Vollgetankt wohlgemerkt, 1582 Kilo ohne Fahrer. Ja, das entspricht eigentlich der Werksangabe im Schein. Steht 1627. Wenn man jetzt noch einen kleinen Fahrer dazu rechnet, passt das. Ich würde sagen, als nächstes Leistungsmessung machen, Tuning einbauen, Ausgangsmessung. Bis später. Ja, Freunde, Leistungsmessungen sind gemacht. Vorher, nachher, die Eingangsmessung zeige ich euch jetzt. Blende ich mal ein, haben wir 116 PS, 210 Newtonmeter gemessen. Das heißt, ein bisschen weniger Drehmoment als angegeben, ein bisschen mehr PS. Ist aber, würde ich sagen, jetzt eine ganz normale Serienstreuung bzw. Messtoleranz. Also passt es schon mal. Die Leistungsmessung oder die Leistungsdaten mit Tuning sind zwar bei 151 PS und 277 Newtonmeter gelandet, ist schon echt deutlich spürbar. Die Leistungs- bzw. die Beschleunigungsmessung, Beschleunigungsdaten findet ihr in anderen Videos auf meinem Kanal. Da könnt ihr nochmal nach dem Caddy 5 gucken. Und das habe ich nochmal extra gepackt. Kann ich aber auch schon sagen, hat sich auch schon deutlich bemerkbar gemacht. Auch der Topspeed ist schon deutlich angestiegen. Eine richtig geile Sache, läuft jetzt auf jeden Fall rundum deutlich besser, das Auto. Macht wirklich viel mehr Spaß, kann ich nur empfehlen. Ich bin soweit durch mit dem Caddy. Danke euch fürs Zusehen. Lasst auch mal ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Stay tuned, wir sehen uns, bis demnächst. Bye, bye.